Wir werden jetzt als ersten Input, als erste Keynote für diesen Tag uns mit dem Thema beschäftigen, Technologienutzung und Umgang mit der Zeit der Generation Facebook unter dem Titel Multitasking, Facebook, virtuelle Mobilität und Jugend in Echtzeitpanik. Wir haben dazu die Beate Grosecker eingeladen, die schon hier sitzt und auf den Input wartet. Herzlich willkommen. Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch sehr, im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung zu einem Multithema sprechen zu dürfen. Tatsächlich ist es ja so, dass die Jugend in unserer Gesellschaft sehr gerne als Problemgruppe dargestellt wird. Als vom politischen Desinteresse die Rede, als vom oberflächlichen Konsumismus die Rede und als auch vom problematischen Medien- und Technologienutzungsverhalten die Rede. Manfred Detling hat meines Erachtens immer sehr treffend formuliert, arm an Informationen, aber reich an Mythen. So könnte man das Bild beschreiben, dass sich die Gesellschaft immer wieder von ihrer Jugend macht. Ich glaube, was Technologienutzung betrifft, gilt das ganz besonders. Die Erwachsenen starren auf die Medienjugend als Problemjugend und die Jugendlichen sagen im Gegenzug, wir Erwachsenen, ihr habt einen Tunnelblick. Die empirische Forschung zeigt, dass die Digitalmediennutzung der Erwachsenen und die der Jugendlichen weit voneinander entfernt ist. Man muss nur einen kleinen Blick in die österreichische Medienanalyse werfen, da sieht man, was abgeht. Erwachsene nutzen neue Technologien aus instrumentellen Gründen. Also sie sehen eher so den funktionalen Zweck, den Nützlichkeitsaspekt. Ja? Es ist praktisch, ein E-Mail zu schreiben, als einen Brief zu texten und ihn dann zu Post zu bringen. Ja? Es ist praktisch, auf aktuelle Online-Informationen von Qualitätsmedien zuzugreifen und nicht auf die Tageszeitung des nächsten Tages warten zu müssen. Ja? Es ist auch praktisch, Urlaube online zu buchen oder Online-Banking zu machen. Jugendliche blicken da etwas anders. Sie sehen schon die nützlichen Seiten des Internets, ja? Sie haben aber gleichzeitig einen sehr spielerischen Zugang. Also sie sehen auch die lustigen Seiten. Und viel stärker als bei den Erwachsenen ist es bei Jugendlichen so, dass sie Internet als Kommunikationsplattform nutzen. Und sie nutzen es, wie die Medienanalyse ausweist, auch sehr stark als Musikdistributionsmöglichkeit und als Bewegt-Gilt-Rezeptionsbild. Wenn Erwachsene versuchen, sich an die Technologienutzungswelten der Jugend anzunähern, dann schmeißen sie in die Hose. Sie versuchen nämlich diesen spielerischen Zugang für typisch Erwachsene sinnvolle Anliegen zu nutzen. Man sieht sehr stark im E-Learning-Bereich. Ja? Nur ein Beispiel, die Computerspiele, die dem Lernen dienen, die sogenannten Serious Games oder Educational Games, sind bei Jugendlichen das unpopulärste Spielgenre. Und Erwachsene sind unheimlich stolz drauf. Was muss man sehen, wenn man über Jugend und Technologienutzung spricht? Wenn man als Erwachsener über Jugend und Technologienutzung spricht. Und man muss noch ein weiteres sehen. Jugendliche sind natürlich auch immer Produkte der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, sie sind natürlich eine Technologie-Trendsetter-Generation. Sie sind gute Lifestyle-Kids. Ja? Sie sind aber auch Kinder der Krise. Seit über einem halben Jahrzehnt reden wir ständig von Krisen. Man muss nur die tagesaktuelle Berichterstattung mitverfolgen. Zuerst war es die Wirtschaftskrise, dann war es die Bankenkrise, dann die Finanzmarktkrise, dann die Schuldenkrise, die Eurokrise. Krise hört nicht mehr auf. Ja? Und das hat sich in die Köpfe dieser Jugendlichen sehr stark eingetragen. Ja? Und sie bekommen auch mit, dass der Wohlfahrtsstaat heute im Umbruch ist. Und dass die Sozialleistungen, die für die heute mittelalterliche oder ältere Generation gültig sind, für ihre Generation später vielleicht keine Möglichkeit mehr haben. Abgesehen davon ist der Jugendarbeitsmarkt eng. In Österreich schaut es da eh noch relativ fein aus, aber in den südlichen EU-Staaten ist es um welchen Priester. Ja? Und all das prägt die Grundmentalität der heutigen Jugend. Sie hat gelernt, immer flexibel zu bleiben, immer am Sprung zu sein, schnell und dynamisch und sich darauf einzustellen, dass heute zwar alles möglich ist, aber nur sehr wenig fix. Ich als Jugendforscherin würde sagen, wir müssen unsere Perspektive auf Jugend verschieben. Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass die Jugend eine Problemgruppe ist,
Sie ist vielmehr eine Problemgemeinschaft. Also sie hat gemeinsame soziale, gesellschaftliche Probleme. Und noch dazu sind das Probleme, die sie selbst als junge Generation nicht lösen kann. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat das eigentlich mit Zeiterfahrung zu tun? Ich sage es Ihnen gern und sehr kompakt. So wie Jugendliche von den gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen beeinflusst werden, so wird die Zeiterfahrung von uns allen auch von diesen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen beeinflusst. Wir leben in einer Ära, in der Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse ganz stark zuschlagen. Das heißt, es gibt eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensweisen in unserer Gesellschaft. Und das wird auch auf breiter Ebene als gut und wichtig erachtet. Das hat nun Konsequenzen. Wenn sich Lebensweisen individualisieren, individualisieren sich auch die Zeitmuster. Das heißt, es gibt eine Vielfalt von verschiedenen Zeittypen in unserer Gesellschaft. Ich bringe nur wenige Beispiele. Die Bevölkerung, die am Land lebt, von der sagt man, die ist gemütlicher unterwegs als die ewiges besten Leute in der Stadt. Also zwischen ländlicher und urbaner Bevölkerung gibt es massive Unterschiede in Zeitmustern. Es gibt natürlich auch massive Unterschiede in der Zeiterfahrung junger Leute und älterer Leute, die man heute so schick als Best Agers bezeichnet. Und ganz besonders gibt es Unterschiede in der Zeiterfahrung derer, die heute in einen sich wandelnden Arbeitsmarkt einsteigen und derer, die schon ein bisschen älter sind und das Privileg haben, in einem ganz normalen, nun auch 15, Vollzeiterwerbsjob zu sein. Das muss man sehen. Und man muss auch sehen, dass die neuen Technologien dabei eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Also im Digitaltechnologiebereich lassen sich in dem Zusammenhang zwei sehr dominante Trends beobachten und diese Trends sind noch dazu gegenläufig. Es ist ja auch so, dass man einen Trend hat und dann gleich dazu gibt es den Gegentrend. Ursprünglich ermöglichten die Digitaltechnologien ja Zeitsouveränität. Also man konnte zeitversetzt arbeiten. Das heißt, wenn ich im Büro sitze und dringend einen Text fertig bringen muss, ist es für mich super, wenn das Telefon jetzt ständig läutet und ich statt dem Anruf ein E-Mail bekomme, dass ich vielleicht um 21.30 Uhr am Anruf beantworte. Das heißt, dieses zeitversetzte Zeitsouveräne wäre theoretisch eine Bereicherung. Aber uns allen, auch uns Erwachsenen, gelingt es nur sehr selten, diese Bereicherung als Bereicherung zu nutzen. Wir lassen uns in einen Echtzeitstress drängen und sind dauer-online und reagieren auf alles sofort. Auf das E-Mail, das heute um 9.30 Uhr, um 10.05 Uhr ankommt, antworten wir spätestens um 11.02 Uhr statt um 21.30 Uhr. Die Jugendlichen sind sehr stark von diesem Szenario geprägt und sie wachsen in einer Gesellschaft auf, in der man als generelles Phänomen eine Einschrumpfung der Zeit beobachten kann. Was heißt das Einschrumpfung der Zeit? Bedeutet an sich nichts anderes, als dass die Halbwertszeiten des technologisch, kulturell, aber auch politisch relevanten Wissens immer kürzer werden. Also das, was heute gilt, und was heute zur Lösung von Problemen dient, ist morgen vielleicht schon überholt. Und gerade diese Tatsache hat ganz massive Konsequenzen für die Grundhaltung junger Leute. Die planen nämlich nicht mehr weit in die Zukunft, weil sie sagen, planen, das ist heute neu. Die Gesellschaft entwickelt sich so dynamisch und es verändert sich ständig alles. Planen, das ist heute nur zeitgemäß. Wir leben in hier und jetzt. Das heißt, gerade für die Grünen ist das eine heikle Sache. Bei den Grünen ist ganz wichtig, über Nachhaltigkeitsthemen nachzudenken. Und diese junge Generation, für die spielt Nachhaltigkeit aber keine Rolle mehr. Die lebt in der Gegenwart. Die sagt, man weiß nie, was in 5 Jahren ist. Wieso soll man uns auf Nachhaltigkeit einstellen? Nachhaltigkeit, das ist so eine Debatte Erwachsener. Erwachsener, die in einer anderen Welt groß geworden sind. Das heißt nicht, dass diese Jugend perspektivlos wäre. Sie sagt, man kann sich Ziele setzen.
aber die sollen realistisch sein, also sollten das mal auch erreichen können. Und vor allem müssen die so angelegt sein, dass man sie in überschaubarer Zeit erreichen kann. Also das heißt, kurzfristige Planung. Das ist das eine Phänomen. Das zweite Phänomen, das wir beobachten, ist eine enorme Zeitverdichtung. Also eigentlich eine Ökonomisierung der Zeit, eine Bewirtschaftung von Zeit nach Effizienzkriterien. Das betrifft die Bildungswelt, das betrifft die Arbeitswelt und das betrifft auch die Freizeit. Es ist halt kaum mehr möglich, in der Freizeit nichts zu tun, ja, und in den Nahenkasten zu blicken. Ja. Das ist nicht wirklich zeitgemäß. Ja. Es geht immer darum, die Zeit zu bewirtschaften, ja, und Zeit zu sparen. Und wie spart man jetzt Zeit? Ja. Entweder indem man parallel mehrere Tätigkeiten macht, das ist Multitasking. Das eignet sich vor allem bei Tätigkeiten, die dann sehr viel kognitive Leistung erfordern. Ja. Also kann man mehr das nebeneinander machen. Ja. Wenn man kognitiv aktiv ist, dann muss man mehr in immer kürzerer Zeit machen, also schneller arbeiten. Und das ist auch so etwas wie ein ökonomisches Leitprinzip. Damit wachsen Jugendliche auf. Also wir erleben es in unserem Arbeitsalltag und Jugendliche kriegen das auch irgendwie mit. Und das hat Konsequenzen. Wenn sie in Wien in der U-Bahn fahren, oder mit der ÖBB in Österreich reisen, werden Sie feststellen, dass die Leute sich ständig mit dem Smartphone beschäftigen. Entweder man ist ein Gäste verschickt oder man hört irgendetwas durch den Kopfhörer oder man telefoniert in voller Lautstärke und dann sieht die unnötigsten Geschichten. Also da wäre wirklich mal lustig, nicht zu transkribieren, was die Leute erzählen. Manchmal haben das Gefühl, die hören sich gerne selber reden. Das kann man sagen, das sind lauter Narzissten. Das würde nicht so zu 100% unterstreichen, obwohl es auch nicht ganz von außen ist. Ich würde glauben, diese Menschen, die ohne Smartphone Aktivität nicht leben können, sind einfach Leute, die gelernt haben, dass man die Zeit irgendwie ausfüllen muss. Die keine Leerzeiten mehr aushalten oder Leerzeiten, potenzielle Leerzeiten nicht für sich selber produktiv machen können. Und da sieht man, an diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass die Konzepte des 20. Jahrhunderts, die sehr stark auf Wachstums- und Fortschrittsdenken setzten und die angeblich, wie man immer wieder hört, heute schon überholt sind, in unserem Alltag noch sehr stark greifen. Das heißt, man muss schnell sein, man muss expansiver, wettbewerbsorientierter als andere sein. Oder man muss zumindest so wirken. Also man kann es sich nicht leisten, ein allzu chilliges, langsames Image zu haben. Und das betrifft uns alle. Und wäre eben nicht so, würde die Sachsen-Anhalt-Zeit nicht funktionieren. Was ist die Sachsen-Anhalt-Zeit? Die Sachsen-Anhalt-Zeit ist eigentlich nichts anderes als eine lustige PR-Kampagne. Eine aus meiner Sicht wirklich charmante. Image-Studien haben gezeigt, dass Sachsen-Anhalt ein ganz üdles, langweiliges, veraltetes, nicht zeitgemäßes Image hat. Und jetzt haben die dort tätigen Politiker gesagt, wir müssen etwas tun. Wir müssen unsere Region aufwerten. Und haben eine PR-Agentur beauftragt, die ja wieder Marktforschung beauftragt hat, viele Informationen zusammengetragen und ist dann auf die Sachsen-Anhalt-Zeit gekommen. Und die Sachsen-Anhalt-Zeit ist nichts anderes als eine Zeit, die 9 Minuten vor unserer Zeit. Also in Sachsen-Anhalt gehen die Uhren 9 Minuten vor. Und die Leute waren wirklich so schräg, dass sie alle Uhren im öffentlichen Bereich 9 Minuten vorgestellt haben. Also sie haben gesagt, wir sind schneller als die anderen, wir langsamer, traumreicher und unzentriger. Und der Schaden, der von dieser Verfahren ausgeht, ja, beruht eben darauf, dass wir alle wissen, dass dieses schneller, höher, weiter in unserem Alter nicht ganz stark vorhanden ist. Sonst wäre das ein Witz. Gut, was bedeutet das für Jugendliche? Es hat massive Konsequenzen. Sämtliche Jugendstudien, die ich kenne, auch Studien, die nicht wir gemacht haben, ja, auch Studien, die Kooperationsinstitute gemacht haben, die Mitbewerber gemacht haben, wie auch immer, ja, zeigen, dass Jugendliche heute sehr stark unter Druck stehen. Sie erleben subjektiv sehr stark unter Druck. Ja, und sie sagen, wir haben uns recht in unserem Alltag. Und das hat wiederum eine Konsequenz, sie haben ein großes Bedürfnis nach Kompensation dieses stressigen Alltags. Die vierte Österreich-
Deutschen Jugendwertestudie, die im Frühsommer letzten Jahres veröffentlicht wurde, zeigt, dass in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen knapp 60% sagen, in der Schule, in der Arbeit oder im Studium stehe ich stark unter Druck. Und was mich noch hellhöriger macht, ist, dass je rund ein Drittel dieser Altersgruppe angibt, dass die Eltern Druck ausüben, damit die Kinder in der Ausbildung erfolgreich sind. Ja? Und ein Drittel sagt auch, dass man das Gefühl hat, dass für die Menschen, mit denen man im Alltag zu tun hat, nur die Leistung zählt und nicht der Mensch selbst. Das ist wahnsinnig ein beklemmendes Szenario. Das ist das, was die Jungen über uns Erwachsene sagen. Und sie haben das Gefühl, dass sie in so eine Welt, die wir ihnen vorgeben und die nicht ganz nach ihren Wertmaßstäben funktioniert, einsteigen sollen. Und wie reagiert sie darauf? Sie können sich nicht wirklich wehren, sie machen mit, so gut es geht, sie sind erstaunlich bereit zu sagen, also sie stellen sich nicht auf die Hinterbeine, sondern gehen mit, schwimmen im Strom und können sich zwischendurch auszeichnen. Und diese Auszeichnung findet man eben in der kleinen Welt des Privaten. Wir beobachten einen ganz starken Rückzug in die Welt des Privaten. Also das ist ein Trend, der sich noch akzentuiert hat während der letzten Jahre. Und wir beobachten natürlich auch eine Fluchtbewegung in Freizeit, Technologienutzung und Konsum. Bleiben wir kurz bei dieser schönen kleinen Welt des Privaten. Hier nochmal Daten aus der 4. österreichischen Jugendwertestudie. Die Jugendlichen wurden bundesweit gefragt, was sind die für dich sehr wichtigen Lebensbereiche? Sehr wichtige Lebensbereiche. Das sind die, die da orange ausgelistet sind. Sie sehen ganz oben kommt die Familie und Freunde und Bekannte an zweiter Stelle. Dann an dritter Freizeit im Mittelfeld alles, was mit Bildung und Job zu tun hat. Und wo es ums weltanschaulich Eingemachte geht, ja, da ist das Interesse noch massiv nach. Ja. Religion und Politik ganz weit unten. Und das zeigt sich in allen Altersgruppen und auch in allen Bildungsniveaus. Ein starker Rückzug ins Private, den auch die qualitative Jugendforschung bestätigt. Wir haben im heutigen Jahr Explorationen mit jugendkulturorientierten Jugendlichen durchgeführt und die haben ganz, ganz unterschiedliche soziale Hintergründe. Also wir haben einen obdachlosen Streetpunk, wir haben langzeitarbeitslose Jugendliche und wir haben aber auch sehr, sehr ambitioniert Studierende, die wahrscheinlich beruflich und unheimlich erfolgreich sein werden. Wirklich so quer durch die Bank. Ja? Altersgruppe so zwischen 15 und 18. Ja? Wir haben sie gefragt, was macht ich persönlich eigentlich richtig glücklich? Ja? Und es war erstaunlich, dass fast alles gleich gesagt haben. Die Menschen, die ich so in meiner nächsten Umgebung um mich habe. Ja? Die Freundin, die Schwester, die Mutter, die besten Freunde, ja? Die im Rücken für Jugendlichen natürlich besten Freunde heißen, sondern die allerbesten und Freunde lassen wir dann weg. Also meine allerbeste oder mein allerbester, das ist der Freund oder die Freundin. Und unterscheidet den besten Freund oder die beste Freundin von der Beziehung im Übrigen. Ja, das war auch sehr interessant, wie da subtil auf der sprachlichen Ebene differenziert wird. Freundin, Schwester, Mutter und die Freunde, das ist das, was ich im Leben wirklich brauche. Ja, die Menschen um mich herum und ganz wichtig auch die Menschen um mich herum glücklich zu sehen, die Freunde, die ich mir im Laufe meines noch jungen Lebens zusammengesucht habe. Also die Antworten sind immer ganz ähnlich. Die kleine soziale Welt dient der Kompensation und auch die Jugendkultur dient heute der Kompensation. Die Leute, die so in meinem Alter sind, die in den 60er Jahren geboren sind, tendieren ja sehr gerne dazu, Jugendkultur etwas, als etwas Rebellisches, potenziell Politisches zu sehen. Ja? Das ist Schnee von gestern. Heute ist Jugendkultur ein hochindividualisierter Kompensationsraum. Ja? Das hat sich verändert. Ja? Auch die Zeiterfahrung in den Jugendkulturen hat sich verändert. Früher war dieses Mal Live Fast, Die Young. Also man hat so eine stark selbstverbrauchende Geschwindigkeitskomponente in der Jugendkultur gehabt und hat diese Geschwindigkeitskomponente
quasi als Protest gegen das solide, langsame, langweilige Leben der Elterngeneration verstanden. Ja, das ist vorbei. Heute beobachten wir in der Jugendkultur ein Rhythmisieren, ein sehr stark kompensatorisch angehauchtes Rhythmisieren von Zeiterfahrung. Da gibt es schnelles und langsames Nebeneinander oder in Abfolge. Auch im Drogenkonsum kann man es beobachten. Wir haben schnelle und langsame Drogen nebeneinander, man denkt hin und her. Bei Musik hören ist es zu beobachten. Also Musik hören auf der einen Seite und dann ganz stark Musik nicht als Medium, als Hörmedium, als Rezeptionsmedium, sondern Musik als Aktivitätstool, Musik zum Tanzen. Ja? Party machen und chillen abhängen, passt wunderbar zusammen. Ja? Und auch dieses Code-Switching, das pendelt zwischen ganz unterschiedlichen jugendkulturellen Lebenswelten und auch Zeitzonen. Wir haben da ein Beispiel mitgebracht, das ist Candice, die gleichzeitig in der Reggae-Szene und in der Goa-Szene unterwegs ist. Und sie findet sich was in ist Goa? Goa ist eine elektronische Musikszene, eine Party-Szene, die mit der Natur verbunden ist. Ja, also das heißt, man geht raus in die Natur, wir werden uns gleich anschauen, wie die aussieht. Ja, dann haben Sie so ein bisschen einen Eindruck. Also das eine ist eher so das Chillige, mit Leuten zusammen, auch über politische Themen, nachdenken, zusammen sitzen, ja, vielleicht gar nicht so viel rausgehen, das andere ist wirklich Basis. Sie kombiniert beides. Die einzige Schnittstelle, die sich dem außenstehenden Beobachter aufdrängt, ist eine gewisse Naturaffinität. Ja. Aber so von der Lebenseinstellung völlig konträr. Sie sagt, unter der Woche ist meine Szene Reggae und am Wochenende ist meine Szene Goa. Und ich wechsle regelmäßig hin und her. Unter der Woche höre ich gern Reggae, das ist so chillig. Man kann da so schön durch den Tag gehen. Aber wenn ich am Wochenende fortgehen will, brauche ich eine wirklich fetzige Goa-Party. Das macht dann wirklich Spaß. Nur ist es irgendwie magisch, das ist der Abschluss der Woche. Die Woche endet mit einem fetten Knall. Diese Kombination von Reggae und Goa ist in mehrfacher Hinsicht spannend, eben weil die Lebenswelten so völlig anders aussehen. Ich habe es für Sie optisch aufbereitet, dann kann man sich besser was vorstellen. Das ist Reggae. Das ist die Lebenswelt von Reggae. Das sieht man schon, das Chillige. Ja. Und das ist Goa. Ja. Das ist schriller, postmoderner, ja, sagen wir so, polytoxikomaler, ja, mal ganz vorsichtig formuliert. Und baden bis zum Unfall. Mal so ganz grundsätzlich. Nur ein zweites ist super interessant. In beiden Szenen wirkt ein ganz anderes Beziehungskonzept. Reggae ist vergleichsweise stark offline. Ja? Also da hat man wirklich starke Bindungen an gute Freunde, die man so im realen Leben trifft. Mit denen man sich zusammensetzt, mit denen man gemeinsam Musik hört. Ja? Bei Goa ist das ganz anders. Ja? Goa ist eine hochindividualisierte, virtuell sehr mobile Szene. Ja? Alles, was da abgeht in der Goa-Szene, erfährt man aus dem Internet. Zum Beispiel Goa-Base. Das ist so die Plattform, auf der man sich informiert, wo die Goa-Base stattfindet. Und diese Online-Mobilität passiert wiederum Offline-Mobilität. Das heißt, wenn was Spannendes ganz woanders auf der Welt passiert, ruft man vielleicht einen Konflikt dorthin. Ja? Und beides geht aber bei Jugendlichen heute zusammen. Ja? Bleiben wir noch kurz bei den Jugendlichen. Wo stehen eigentlich die Grünen, die jungen Grünen oder die grünaffinen Jungen im Kulturellen? Ich habe hier Daten mitgebracht, die im Frühsommer letzten Jahres repräsentative 16- bis 29-Jährige in Österreich und Deutschland erhoben wurden. Und wir haben Österreich und Deutschland kumuliert, um schönere Fallzahlen und geringere Schwankungsbreiten zu generieren. Ausgewertet grünaffine Jugendliche, gekreuzt mit Szenenaffinität. Und was sieht man da? Es gibt zwei Szenen, die bei den grünaffinen Jugendlichen ganz weit vorne liegen. Ja, viel weiter vorne als beim Durchschnitt. Das sind Indie und Alternative, also das, was Jugendliche so generell als die F4-Schiene bezeichnen, und die Ökoszene. Und auch das ist uns einfach in Hinsicht interessant. Einerseits, wir können Korrelationsanalysen zeigen, dass Indies wie auch Ökos kaum Anbindung an die
populären, mainstream-orientierten Zonen der Jugendkultur haben. Also die sind eigentlich so etwas wie ein grünes Soziotop. Ja? Und andererseits, weil beide Szenen eher langsam, chillig, entschleunigt unterwegs sind. Auch hier noch so ein kleiner optischer Eindruck. Das ist die Lebenswelt von Öko. Das schaut schon vergleichsweise gemütlich aus. Öko ist im Übrigen eine der wenigen Szenen, in denen man postmaterialistische Werte noch ganz stark verankert findet. Aber der Postmaterialismus, der von jungen Leuten der Ökoszene heute gelebt wird, hat mit dem Postmaterialismus, den meine Generation kennt, nur mal bedingt etwas zu tun. Es ist, ich würde sagen, es ist ein Postmaterialismus 2.0. Es ist ein Postmaterialismus mit internetfähigem Notebook, mit Online-Terminplan und Smartphone. Auch hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Interview-Protöne, die wir gesammelt haben im Rahmen unserer Szene-Explorationen. Wir haben diese junge Frau gefragt, was ist dein Lebensmotto? Und da antwortet sie postmaterialistisch in Reinform. Sie sagt, tu das, woran du wirklich glaubst. Also wo du glaubst, dass du was verändern kannst. Das ist postmaterialistisch, so wie ich es kenne. Wenn sie dann fragt, was macht dich glücklich, antwortet sie nicht wirklich so, wie ich es mir erwartet hätte. Sie sagt, ich bin gerade ziemlich glücklich, weil ich gerade einen sehr vollen Terminkalender habe und gerade beschäftigt bin. Das ist anstrengend manchmal, aber ich komme aktiv vor dadurch und das macht mich gerade sehr glücklich. Das ist Postmaterialismus 2.0. Diese junge Frau ist ein Kind der Echtzeitgesellschaft. Wir müssen sehen, dass Echtzeit, also alles was schnell und dynamisch und live passiert, in unserer Gesellschaft sehr hoch bewertet wird. Das heißt, Echtzeit ist Coolness-Faktor und Leitwert. Und weil dem so ist, haben viele Leute Angst, nicht in Echtzeit mit dabei zu sein, sprich ständig irgendwas zu verpassen. Das ist der Kultfaktor Echtzeit, der sich in unseren Alltag eingeschrieben hat. Und daneben gibt es natürlich auch Echtzeit als Zwang. Als Zwang vor allem für junge, bildungsnahe Menschen, die versuchen, in spannende Berufsfelder einzusteigen, vor allem in den Wissens- und Kreativberufen. Bis das immer erreichbar sein, ja, eigentlich heutzutage muss. Die deutsche Popband, die Türen, hat vor einigen Jahren einen recht coolen Song geschrieben, der sich mit dem akademisch gebildeten jungen Prekariat beschäftigt. Und da kommt der Satz vor, Pause machen geht nicht, Pause machen ist nicht erlaubt, weil sonst bist du arbeitslos und pleite. Das ist genau das, wovon ich spreche. Und natürlich auch Kommunikationspause machen geht nicht. Das heißt, man muss immer online sein, man muss immer erreichbar sein. Man hat nur diesen klassischen 9-to-5-Job, den viele der sogenannten Mid-Agers heute noch haben. Und vor diesem Hintergrund finde ich es immer ein bisschen befremdend, wenn gescheite erwachsene Menschen der Jugend raten, sie möchten doch ein bisschen vom Tempopedal runtergehen, so langsam an die Sachen rangehen, so entschleunigen, das auch Slow Motion machen. Ja? Wenn man in einem sicheren, gut bezahlten Job sitzt, wenn man im geschützten oder quasi geschützten Bereich arbeitet, dann kann man sich das leisten. Ja? Aber wenn man diese Generation draußen machen geht nicht ist, ja, muss man schon froh sein, wenn man in der spannenden Arbeitswelt, in die man rein will, überhaupt einen Platz findet. Was mich außerdem ein bisschen verblüfft, ist die Debatte, die Erwachsene über Zukunftsperspektiven Jugendlicher führen. Also, wenn man sich so in der Politik umschaut, da toppen sich die politischen Parteien und auch Initiativgruppen ja sehr gerne, was Zukunftsorientierung betrifft. Und da heißt es dann Österreich 2020, Österreich 2030, Österreich 2040, Österreich 2050. Ja? Wenn man so wie ich in der Jugendforschung tätig ist, kriegt man immer wieder von Fördermittelgebern oder Auftraggebern nahegelegt, dass man die Jugendlichen nur fragen sollte, wo sie sich in
10 oder 20 Jahren selbst sehen. Wenn man jetzt mit Jugendlichen arbeitet, was man die Frage geht, voll in die Hose. Jugendliche stellen die Frage völlig anders. Ich habe Ihnen ein Beispiel gebracht. Ein Bild mit Originaltitel, das ich im Archiv der österreichischen Jugendpresse, im Bildarchiv der österreichischen Jugendpresse gefunden habe. Dieses Foto hat den Titel "Wo siehst du dich in 5 Minuten?" Das ist die Frage, die sich junge Leute stellen. Das ist die Frage, die die Echtzeitgeneration bewegt. All das hat ein wenig hellhörig gemacht und dann kommt noch ein weiteres hinzu. In die Technologienutzung schreiben sich heutzutage zunehmend Prinzipien der Erfolgsgesellschaft ein. Was heißt Erfolgsgesellschaft? Die Erfolgsgesellschaft unterscheidet sich von der traditionellen Leistungsgesellschaft dadurch, dass man mit Leistung allein eigentlich nicht wirklich zu etwas kommen kann. Also Leistung, die nicht inszeniert wird, ja, die zählt nichts. Es geht nicht um Leistungsträger, es geht um Erfolgsmenschen in unserer Gesellschaft, auch wenn alle immer über Leistungsträger reden. Ja. Das heißt, man muss tatsächlich meistens Leistung erbringen, aber man muss diese Leistung auch verkaufen können. Am Bildungsmarkt, am Arbeitsmarkt, zunehmend auch privat. Das heißt, man muss glaubhaft machen, dass man nachgefragt ist und dass man auch gut vernetzt ist. Wir werden nun hier einen O-Ton, den ich beim U-Bahn-Fahren mitgebracht. Da unterhalten sich zwei Lehrlinge, die mir gegenüber sitzen. Der eine sagt zum anderen: "Hey Mann, so schlimm ist es nicht jeder in unserem Alter." Und sie zeigen sich ihre neuesten Smartphones, die sie gerade bekommen haben. Dann geht es weiter. "Hey, ich bin urfamous. Ich habe 100 Freunde in meinem Handy drinnen." Also das heißt, das müssen jetzt nicht wirklich gute Kumpels sein, sondern es sind 100 Leute, mit denen man vernetzt ist, ja, und bei denen man so nachgefragt ist, dass man immer Kontakt hat, sodass die im Telefonbuch des Handys abgedeckt sind. Also es geht jetzt nicht um die Qualität der Beziehung, es geht vielmehr darum, dass ich famous bin. Ja? Und mich auch als das inszeniere. Ja? Gut, jetzt kann man das den Jugendlichen glaube ich nicht vorhalten. Weil das beste Beispiel, dass unsere Gesellschaft und erfolgsgesellschaftlichen Prinzipien funktioniert, liefern eigentlich wir Erwachsenen. Ja, sie ahmen es bestenfalls nach. Und adaptieren das, was sie gelernt haben, für ihre jugendkulturellen Lebenswelten. Ja? Sie nutzen Facebook und Co. als Probebühne. Ja? Oder auch dieser Trend zum Selfie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Selfies sind Fotos, die man von sich selbst macht, also mit ausgestreckten Armen, mit der Handykamera von sich selbst macht, meistens im privaten Umfeld, wo man sich einfach inszeniert. Ja? Und sobald das Foto geschossen ist, lädt man es im Internet rauf und jeder kann es sehen. Ja? Das sind nicht Fotos, auf denen man sich authentisch darstellt, sondern Fotos, auf denen man sich in gewisser Weise anderen zeigt. Ja? Also das ist eigentlich ein sehr marktförmiges Prinzip. Ja? Und wenn man sich da mal gezeigt hat, ist natürlich klar, dass das, was gezeigt wird, auch bewertet wird. Also man sagt: "Okay, ich zeige mich, ich habe mich inszeniert und lasse mich jetzt von euch evaluieren." Tatsächlich ist es in unserer Erfolgsgesellschaft so, dass alles ständig und immer evaluiert wird. Ja? Mit Leitfaden, Karten und Dokumentarfunktionen. Ja? Und im Endeffekt ist es nichts anderes als ein großes Bekenntnis zu Evaluationstools, die nach Marktkriterien funktionieren. Das macht mich so ein bisschen hell. Und das Zweite, was mich hellhörig macht, ist, dass natürlich in der Erfolgsgesellschaft gefordert ist, dass diejenigen, die erfolgreich sein wollen, auch ständig Botschaften senden, sich ständig inszenieren. Ja? Also die Erfolgstypen, die senden ständig. Und nachdem alle Erfolgstypen sein wollen, senden alle ständig. Und wenn alle ständig senden, hört eigentlich niemand mehr zu. Ja? Also unsere Gesellschaft hört auf zuzuhören. Wir sehen alle ständig in Echtzeit, hören aber niemandem mehr zu. Ja? Was vielleicht noch ärger ist, ist, dass wenn wir alle ständig senden, ja, wir natürlich auch Zeit haben, nachzudenken. Ja?
Wir reflektieren weder das, was die anderen uns senden, noch reflektieren wir uns selbst. Also in einer Gesellschaft, in der alle immer senden, hört niemand mehr zu und denkt niemand mehr nach. Und das erinnert mich an das an Huxleys schöne neue Welt. Also ich würde glauben, dass unsere Gesellschaft der Jugend ein Szenario vor die Nase knallt, das alles andere als idealenförmig ist. Ja. Ich würde glauben, dass unsere Gesellschaft Jugendlichen wenig Spielraum lässt, um sich in der Jugendphase zu proben. Also Jugend als Moratorium kann man vergessen. Weder als Bildungsmoratorium kann ich es erkennen, noch als Freizeitmoratorium. Es geht um Transition, um optimierte Transition, darum, junge Leute möglichst schnell zu funktionalen Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen zu machen. Ja. Man sieht Jugend als Humanressource. Ja. Ein ganz starker Trend zur Ökonomisierung von Bildung ist zu beobachten. Man sagt den jungen Leuten, ihr müsst netzwerken, sehr dynamisch und schnell, ihr müsst sauber online sein. Ja, es ist sinnvoll, marktförmige Beziehungen zu knüpfen. Und man sagt ihnen mehr oder weniger direkt auch, es gibt einen Zwang zur Selbstentlassung. Also wer mit im Spiel sein will, muss mitspielen. Ja, und da die Plätze, die coolen, attraktiven Plätze eher rar sind, spielen auch viele mit. Querdenken ist in diesem Szenario ein Luxus geworden. Ja. Entschuldigung, Moratorium, was meinen Sie damit? Das Moratorium ist eigentlich eine Schonzeit, ein Zwischenraum. Ja, zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, das ist man nicht voll in den Pflichten des Erwachsenen gefangen und hat Freiraum, um sich zu entwickeln. Ja. Bildung war lange Zeit als Moratorium gedacht, das heißt Persönlichkeitsbildung, an sich selbst wachsen, experimentieren, Neues erkennen, Neues entdecken. Ja, heute geht es einfach darum, dass man bestimmte Standards einhält und sich Wissensfragmente aneignet, die idealerweise ökonomisch verwertbar sein sollen. Ja? Und Freizeitmoratorium an der Mut dazu zu denken. Also Freizeit als Freiraum, wir beobachten, dass die Freizeit der jungen Leute sehr stark geplant wird. Ja? Und die Abwehrhaltung vieler jungen Leute gegenüber der Gesamtschule, die sie als Ganztagsschule empfindet, ist ja meines Erachtens auch stark darauf begründet, dass man etwa das Freizeitmoratorium einfach wegmacht. Ja? Gut, das muss man sehen. Ja? Wenn wir jetzt an die jungen Erwachsenen denken, dann sind wir beim Zwang zur Selbsteinpassung, der gegeben ist für alle jene, die in der Arbeitswelt Fuß fassen wollen. Ja? Und die meisten spielen eben mit. Man kann so sagen, wie es ist. Und sie nutzen diese kleinen Nischen, sie nutzen die kleinen Auszeiten, sie kompensieren, wo es geht. Ja? Aber eben in der kleinen Welt des Privaten. Und mir scheint das ein bisschen so, als würde Huxleys Gut- und Normdirektor von Berlin sprechen, der sagt, Gesamtüberblicke sind für den Geist nur von Übel, nicht Philosophen, sondern Hobbybastler und Briefmarkensammler, perspektive Menschen. Also ich sehe unsere Gesellschaft bis auf diesen Punkt angekommen. Ich sage es ganz ehrlich. Und umso erstaunlicher finde ich, dass Jugendliche eigentlich gut reagieren, wenn man es zulässt, dass diejenigen, die digitalen Hobbybastler und Briefmarkensammler sind, mal nachdenken über andere und über sich selbst. Wir haben im Rahmen unserer Szene-Explorationen kulturorientierten Fragen eben auch so Fragen gestellt, die eher ans Eingemachte gehen, wie: Was ist dein Lebensmotto? Was macht dich wirklich glücklich? Was ist der Sinn des Lebens? Und wir wollten mal austesten, wie junge Leute darauf reagieren. Und keiner hat gesagt, das ist unzeitgemäß. Die meisten haben zuerst einmal irrsinnig gelacht. Ja? Und haben gesagt, ihr habt Fragen. Oder diese Frage ist wirklich gut. Ja? Und ich möchte Ihnen am Schluss in einem ganz kurzen Auszug zeigen, was da an Antworten kommt auf diese Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ich hoffe, es klappt schon mal. Funktioniert schon und geht gleich los. Sinnlos. Ich weiß, es gibt nicht wirklich einen Sinn für Leben. Es ist einfach, dass man weitergeht und alles versucht, das Beste zu machen. Es ist so wie viele Steine von seinem Weg gelegt werden, aber es macht es alles verhindert. Ich würde mal denken, das ist das Sinn des Lebens, das man weitergeht.
nichts Materielles, sondern wirklich etwas, was man, ein Gefühl. Und ich würde sagen einfach, bei mir wäre das glücklich sein und glücklich sein von meinem, von, also richtig extremes glücklich sein durch meine, von meiner Familie. Empathiefähigen Menschen sind eigentlich in unserer Zeit nicht wahnsinnig fort. Ja, ich sag's mal so. Ja.
aus meiner Wahrnehmung eine Verantwortungsumkehr stattgefunden. Es ist nicht mehr Aufgabe der Gesellschaft, den Menschen und damit auch der Jugend, also gedeihliche Bedingungen zu schaffen, sondern du bist selber verantwortlich, was es dir wird. Hat mir die Jugendlichen mit dieser Frage konfrontiert? Das, was wir beobachten, ist, also das, was Sie ansprechen, ist das Konzept des aktivierenden Staates. Ja? Und dieses Konzept, dass Menschen Eigenverantwortung übernehmen müssen, ist in den Köpfen der Jugendlichen ganz stark verankert. Also das ist so als Hintergrundrauschen in unserer Gesellschaft gegeben. Und das schwingt in der Grundbefindlichkeit im Jugendlichen. So direkt kann man sich sowas nicht fragen, weil das abstrakt und ja, in politischen Kategorien gedacht ist, der breiten Menge der Jugendlichen nicht zugänglich sind. Was wir untersucht haben, ist, ob dieses Prinzip, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sehr stark verankert ist. Und da haben wir Vergleichsdaten aus den frühen 90er Jahren zu den frühen 2010er Jahren. Und da sieht man, dass der Prozentsatz derer, die sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, also jeder hat für sich selber Verantwortung, ja, leicht gewachsen ist. Also sagen wir so, es ist gefragt worden, welchen Grund es hat, dass Menschen in Österreich in Armut geraten. Ja? Und da kommt eben die Geschichte, sie sind selber schuld, sie waren faul, sie waren zu wenig motiviert. Oder ist es ein Preis, den man für den Fortschritt bezahlen muss? Die gerechte Gesellschaft, also eine ungerechte Gesellschaft in dem Fall, ist relativ wenig präsent und wenn dann auch stärker für Frauen, für junge Frauen. Auch interessant. Meine Frage geht zu Ihrer Aussage, alle senden, keiner hört mehr zu. Ich nehme das anders wahr, aber möchte von Ihnen da vielleicht etwas näher drauf eingehen. Ich persönlich erlebe die Jugend als wesentlich selbstbewusster durch die Selbstdarstellung. Früher haben wir Schülerzeitungen gemacht oder irgendwas und heute macht jeder das auch für sich alleine. Und ich nehme wahr, auch bei meinen Stieftöchtern, die hören auch sehr viel zu. Und das ist sehr wichtig. Was dann dabei rauskommt, ist, sage ich jetzt einmal, eine andere Geschichte. Aber da würde mich Ihr Standpunkt dazu interessieren, dass Sie sagen, wieso hört keiner mehr zu, Ihrer Meinung nach? Danke. Also ich glaube, es fehlt einfach die Zeit zuzuhören. Also wenn man jetzt von Ihren Stieftöchtern abstrahiert, ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal so, in einem Raum wahrscheinlich privilegierte Rahmenbedingungen haben, aufgrund der Lebenssituation, in der sie sind, aber auch aufgrund des inhaltlichen Inputs, den sie in Gesprächen liefern. Ich sage es einfach mal so, wenn man von Ihren Stieftöchtern abstrahiert und auf die Ebene der großen, auf die Bühne der großen Politik kommt, ja? Schauen Sie mal, was man aus den tagesaktuellen Medien erfährt oder wie da gezeigt wird. Politik inszeniert sich, das ist im Übrigen ein ganz, ganz ein starker Kritikpunkt der Jugendlichen. Sie würden zuhören, weil es gibt eigentlich wenig Material, das Zuhören zulassen würde. Sie haben das Gefühl, Politik ist ein Kreisel, der um sich selbst kreist. Ja? Das heißt, jeder inszeniert sich und wartet auf die Reaktion des Mitbewerbers. Ja? Und keiner kümmert sich eigentlich wirklich, was die Bevölkerung bewegt. Die Bevölkerung interessiert vielleicht kurzfristig vor Wahlen, ich sage jetzt so frech. Ja? Das ist der Eindruck, den Jugendlichen haben. Und wenn man es jetzt ein bisschen weniger kritisch betrachtet und einfach schaut, wie Mediendemokratien funktionieren, muss man sagen, ja, die Politiker sind vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, ja, aber sie haben auch wenig andere Wahl, weil in der Mediendemokratie muss man sich ständig inszenieren, wenn keiner über einen spricht, ja, dann ist man das Thema, ja, dann fällt man nicht auf. Ja. Also das heißt, das funktioniert auch in der Welt der Erwachsenen und die Jugendlichen brechen es einfach wie ein alter Hund. Und wenn die ständig darüber nachdenken, wie stelle ich mich jetzt dar oder wie aktualisiere ich das Foto auf meiner Facebook, in meinem Facebook-Profil, ja, oder wie gehe ich mich heute wieder, wenn es immer darum geht, jetzt schnell zu zeigen, wer man heute ist oder besser gesagt, wer man heute sein will, wie man heute gesehen werden will. Ja. Und wenn es auch ganz stark darum geht, darauf sofort wieder Feedback zu bekommen, das zeigt, dass man ja Aufmerksamkeit erzeugt, hat man einfach nur die Zeitressourcen, um sich hinzusetzen und nachzudenken oder sich hinzusetzen und zuzuhören. Ja? Das ist die Geschichte. Also das ist einfach wirklich eine Frage der Zeit. Ja? Aber dieses Beispiel mit dem Sinn des Lebens zeigt, wenn man so auf eine schräge Art und Weise kommt, ja, und diese Fragen, die zum Nachdenken anregen, ja, nichts mit Fragen, die sich halt im Alltag der Jugendlichen stellen und die ihnen normalerweise wichtig sind, dass es durchaus gut rüberkommt. Ja? Das heißt, wir müssten kreativer sein. Wir müssen auf eine lustigere Art und Weise Räume schaffen, um nachzudenken.
aufdenken kann, aber nicht mit dem moralischen Zeigefinger und auch nicht mit dem Postmaterialismus denke derer, die in den 80er Jahren geboren waren. Ja? Ich sage jetzt mal so gleich. Es gibt dieses exklusive Segment der Engagement-Elite, wir nennen sie Engagement-Elite, aber die hat relativ wenig Anbindung an den breiten Mainstream. Ja? Das heißt, den breiten Mainstream müssen wir überhaupt mal für Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, gesellschaftspolitischen Themen gewinnen. Immer mehr Jugendliche, gerade in den bildungsferneren Milieus, machen nämlich genau was anderes, machen von ihrem demokratischen Recht, unpolitisch zu sein, Gebrauch. Die sagen, wenn im Fernsehen Politik kommt, dann schalte ich um. Ja? Also die müssen wir mal für die Auseinandersetzung gewinnen. Das ist die erste Frage. Gewinnen kann man sie für die Auseinandersetzung nur, wenn man einen anderen Kommunikationsstil pflegt und auch wenn Politik anders funktioniert. Wenn man jetzt die bildungsnahen Protestbewegungen der letzten Jahre anschaut, die es ja eigentlich global gegeben hat, wo junge Leute aufgestanden sind und gesagt haben, mir reicht es oder uns reicht es. Wir Jungen sind eine gesellschaftlich marginalisierte Gruppe, wir brauchen billigere Mieten, wir brauchen andere Studienbedingungen, was da alles gekommen ist. Die Finanzmarktgeschichten sind thematisiert worden, also da sind die Leute wirklich auf die Straße gegangen. Ja, in den demokratischeren Ländern hat man daraufhin von offizieller Seite der Politik Arbeitsgruppen eingerichtet. Und wenn man Arbeitsgruppen einrichtet, weiß man eh schon, dass nichts passieren wird, dass alle immer sprechen. Also da wird gesprochen, um Zeit zu gewinnen und irgendwann ist das Thema weg. Ja. Das ist mal diese Vertröstungsstrategie und in anderen Ländern hat man es mehr oder weniger ignoriert. Passiert für die Jugend ist wenig, ja? Und man hat immer noch den Eindruck, dass die etablierte Politik zwar ganz gern zwischendurch im Wahlkampf sagt, wir machen was für die Jugend oder wir haben ein Programm für die Jugend oder Ideen für die Jugend. Wenn man dann näher hinschaut, kann man jetzt sehr viel entdecken und man weiß sehr genau, dass die Ressourcen ganz stark in Richtung der mittelalterlichen oder der alten Bevölkerung gehen, ja, weil die einfach die stärkeren Wählergruppen sind. Und die Jugendlichen sind ja nicht dumm. Also die wachsen auch in der Mediendemokratie auf. Das heißt, über die tagesaktuellen Medien haben die Informationen frei raus. Ja, die sind schon informiert, besser informiert als meine Generation in dem vergleichbaren Alter. Ja, nur sie haben vielleicht ein bisschen mehr die Schnauze voll. Ja, also daran müssen wir was ändern, die Kommunikation müsste sich ändern, die Politik müsste sich ändern. Und dann muss man natürlich überlegen, welche Projekte schaffen wir für diejenigen, die sich engagieren wollen. Ja? Es war ja auch in den 60er Jahren, also man sagt, die 68er Bewegung, das war so eine politische Zeit, wo die 68er Bewegung groß war. Auch damals war es so, das weist die Jugendforschung ganz deutlich aus, dass ein kleines Segment wirklich politisch aktiv war und die Gesellschaft verändern wollte. Aber es gab einen breiten Mainstream, der das mitgetragen hat, was diese Elite gemacht hat. Ja? Also es hat einen breiten Mainstream gegeben, der nicht auf die Straße gegangen ist, der aber gesagt hat, ich finde das gut, dass da was passiert und das ist ihm heute noch der Fall. Ja? Für diejenigen, die sich engagieren wollen, glaube ich, wäre ganz wichtig, dass man eher projektorientiert arbeitet, eher kurzfristige Ziele im Auge hat, wirklich gestalten kann, nicht so pädagogisierend und Partizipation anschaut, ja? Sondern einfach mal wirklich querdenken zulässt. Ja, und jetzt muss man halt schauen, ob das mit politischen Programmatiken wirklich dann so zusammenpasst. Ja? Ein schwieriges Ding, also in kleinen Versuchen. Und da ist eben diese kleinteilige Logik, auf die Jugendliche sehr stark ansprechen, vielleicht gar kein schlechter Zugang. Ja? Im Übrigen vielleicht nur noch ein Satz, bevor ich jetzt zu lang wäre. Aktivieren, politisch aktivieren kann man vor allem im kommunalen Bereich. Also auf Landes- und Bundesebene kann man es vergessen, ja, das ist Politik eher uninteressant, da kann man auch nicht wirklich mitmachen. Kommunalpolitik ist der Bereich der Politik, der junge Menschen am meisten interessiert und wo sie am ehesten bereit sind, mitzugestalten, wenn man halt konkret sieht, was passiert ist durch das eigene Engagement.